Kapitel 14. Blutlinien. Bloodlines. Hier taucht jetzt Roman Reigns auf. Ich weiß, der war schlecht. Mit 14, 15, 16. Goddammit, jetzt nimmt das Spiel aber wirklich Fahrt auf. Aber diese Wahnvorstellungen, die sind schon hart. Es ist fertig. Kann ich jetzt zu ihr? Igo. Das wird der Großinquisitor entscheiden. Aber ihr habt gesagt... Meine Worte spielen keine Rolle. Nur die des Großinquisitors. Ah ja. Aber sei versichert, dass du ihm sehr wichtig bist. Ach, Hugo, was machst du denn für ein Bullshit? Shit. Muss ich jetzt den kleinen spielen? Nur Tatsache, ich muss den kurzen spielen. Er hat mir wehgetan. Ich muss Mama finden. Ich muss Mama... Oh Gott. Gut, so ein Schrank von einem Raum in den nächsten. Aber wir müssen aufpassen. Oh, mein Kopf. Hört auf. Ah, jetzt erfahren wir auch mal, wie das dann bei ihm ist. Ah, sneaken kann er auch. Es ist jetzt die vierte Nacht in Folge beim Episanguis. Wird das jemals enden? Die Stunde der Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. Im Vergleich dazu ist dein Opfer nicht der Rede wert. Ah ja. Okay, wir müssen auf jeden Fall warten, bis der weg ist. Ach, der da. Jetzt gehen wir hier schnell hin. Naja, es bringt irgendwie nichts. Und hier aus führt auch kein Weg weiter. Okay, so... Bald, der sich wegdreht, schleichen wir hinter ihm her. Ja, da Kuhkacke. Nein, ich hab den gar nicht entdeckt. Es ist zu hell von draußen. Es ist jetzt die vierte Nacht in Folge beim Episanguis. Wird das jemals enden? Bald. Die Stunde der Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. Im Vergleich dazu ist dein Opfer nicht der Rede wert. Wenn das Ding gleich hoch geht, dann schleichen wir uns da einfach mit raus. Ich hoffe, dass das richtig ist. Ha! Made it! Ist einfach zu hell gerade von draußen. Na egal, wir gucken mal. Einzigartiges Gold. Ich breche okay, dich, um den aufpassen. Weg zu öffnen. Den Weg zum Blut des Auserwählten. Wir gehen einfach weiter. Medikus, wie geht die heutige Veredelung voran? Die Qualität ist exzellent,
Aber die Menge des hohen Ephisambris schafft, unsere Sammler fallen den Ratten zu machen. Gebt euer Bestes. Das Leben des Großinquisitors hängt von der Qualität eures Destillats ab. Destillats? Aber ist mal was anders mit ihm hier rumzusehen. Hier so rumzusneaken. Okay, der scheint sehr beschäftigt. Der Körper des Großinquisitors wird vom Biss überwältigt. Ich habe Angst, dass er seinen Geist angreift. Keine Sorge, das Blut des Jungen wird das Gleichgewicht der Kräfte wiederherstellen. Ja, dann ist ja gut. Ist unbeschadet. Pfui, Deibel. Vorsicht! Geh einfach da lang. Tralali, tralala. Tralali, hopsasa. Wenn die wüssten, dass ich schon längst weg bin. Naja, ganz weg bin ich auch noch nicht, aber... Hey, da unten! Das Destillat verdickt sich. Wir werden bald die Filter wechseln und die Behälter auskratzen müssen. Ich will erstmal wissen, was hier der dreht nur... Bloß keine Flasche berühren. Ich glaube, dann haben wir instant verloren. 20 Fässer. Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich, denn mehr können wir nicht produzieren. Es grenzt an ein Wunder, dass Vitalis Körper solche Mengen an Episanguis aufnehmen kann. Sein Glaube beschützt ihn. Ich habe keine Angst. Keine Angst. Und durch die Stadt patrouillieren soll. Bist du auf der Liste? Ja. Ich bin auf dem Platz vor der Kathedrale. Oh, dann bist du gleich neben dem Großinquisitor, wenn er uns befreit. Und ich sitze hier fest. Wir treffen uns. Komm schon, sei mutig. Na mutig, der soll sich da erstmal verpieseln. Der komische Heini. Danke. Schnell hier entlang. Der hat mir den Rücken zugedreht. Okay, der ist beschäftigt. Schnell weg. Vor allem mit ihm können wir uns ja auch nicht wehren. Keiner hat dich gesehen. Wie Melly. Wenn ich mal wüsste, wo ich hin muss. Ja, und jetzt? Naja, einfach seitlich an ihm vorbei, ja. Logisch. Wieder weg, 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 weg. Man erschreckt mich doch nicht so. Puh. Herzattacken hier. Da geht's nicht weiter, also geradeaus. Ja, der ist immer beschäftigt, habe ich so das Gefühl. Ich bin der Erzbischof. Ich vertrete den Papst. Monseigneur, die Mission des Großinquisitors ist heilig. Seine Mission wurde nicht... Kopf. Psst. Leise. Diese Stimmen in meinem Kopf. Mama, wo bist du? Weg. Hält eure Worte mit Bedacht, Exzellenz. Bei eurem Rang solltet ihr achtsam. Scheinen aber keine Wachen rumzulaufen. Zumindest aktuell. Ich hoffe, das bleibt auch so. Nein, nein, er darf mich nicht sehen. Tut er auch nicht. Ich muss da unten in den Schrank rein. Okay, und durch.
Magister, der Text erwähnt eindeutig die Himmelfahrt eines Kindes während der großen Justinianischen Pest. Ich wusste es. Die römischen Adligen isolierten ihn von den Menschen und beteten ihn im Geheimen an. Vielleicht ein Vorfahr von Hugo de Roon. Weiter! Nee, nicht weiter, geh weg. Sie sprechen über mich. Ja. Okay, der Teil, der scheint sehr beschäftigt zu sein. Das heißt, wir gehen einfach weiter. Wenn er das Land vom Biss befreit, gewinnt der Großinquisitor die Bewunderung der Leute und damit beispiellose politische Macht. Die Anwesenheit von Erzbischof Gauthier sagt eine Menge. Der Hof des Papstes ist die Prima Macula. Verdammt, da war ich nicht schnell genug. Mist. Bin ich ihn jetzt? Achso, hier bin ich. Wenn er das Land vom Biss befreit, gewinnt der Großinquisitor die Bewunderung der Leute. Sieht so aus, als wäre da drüben etwas. Genau da. Die Anwesenheit von Nein, hier ist gar nichts. Der Hof des Papstes ist besorgt. Das sollte er auch. Er hätte eingreifen sollen, als er noch die Gelegenheit dazu hatte. Geh weg. Also, hier ist nichts Außergewöhnliches. Hey! Na, ich bin schon wieder geschnappt. Was zum Teufel war das? Das sehe ich mir lieber mal an. Macht das in der Zeit. Die Prima Macula. Das kann nicht sein, oder? Nun, dann sehen wir nach. Brauchst du nicht. Geh weg. Ich muss jetzt warten, bis die da durch sind. Das darf ja wohl nicht wahr sein hier. Niemand in Sicht. Gut. Naja. Immerhin, wir haben schon mal bis hierhin geschafft. Der ist da, also gehen wir. Nichts. Falscher Alarm. Ja, und jetzt? Forschungstexte von Beatrice de Roon sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Mama! Geh weg! Wo gehen wir jetzt am dümmsten hin? Was? Nein! Mist! Die Forschungstexte von Beatrice de Roon sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Mama. So, jetzt schön hier entlang. In Wiss Schrank. Und hier rum. Ha! Siehst du, Amicia, ich habe Mama gefunden. Ja, hast du. Und mich zur Verzweiflung gebracht. Nur so bei so einmal erwähnt. Gott, ist das hier dunkel. Und wie gesagt, die Sonne scheint momentan von draußen rein. Es ist gerade nicht sehr optimal. Egal. Ein bisschen geht ja noch. Sie ist im Keller, haben Sie gesagt. Ich muss weiter nach unten. Ja, wenn du weißt, wo genau der Keller ist. Ich weiß es nicht. Mir ist einfach alles so groß. Der Mann, wer ist das?
Sein Wächter. Geht's da vielleicht zum Keller? Ah, da wird eine Sequenz von ausgelöst. Yay! Großinquisitor, der Erzbischof ist eingetroffen. Sehr gut, sehr gut. Bringt ihn herein. Na, bitteschön. Oh, Gandalf der Weiße. Oder Graue. Vitalis. Das sind ja Gucci. Hattet ihr eine angenehme Reise? Naja. Spart euch das Geplänkel. Wir sind eurer Spielereien müde, Vitalis. Spielereien, Erzbischof? Können Spielereien die Zukunft der Welt verändern? Hört ihr euch selbst reden? Ihr habt den Verstand verloren. Und das... Mit Verlaub. Es ist wichtig. Wir haben das Blut von Hugo de Roon. Habt ihr es untersucht? Ja, jedoch... Monseigneur, der Junge sollte die erste Schwelle bereits erreicht haben, doch etwas in seinem Blut scheint den Prozess zu verlangsamen. Die Makula ist noch in ihrem Ursprungszustand. Allerlei. Schenkt man den Büchern Glauben, wird mein Blut mit seinem verbunden sein. Erreicht er die nächste Schwelle, so werde ich sie mit ihm erreichen. Fahrt fort. Ah, pfui, Deibel. Genug. Ihr mögt den Märtyrer spielen, aber erlaubt mir, euch die Augen zu öffnen. Ihr seid ein widerwärtiger Ketzer, dem die Macht zu Kopfe steigt. Der Papst sieht in euch eine Gefahr, Vitalis Benevent. Man wird euch exkommunizieren. Man kann einen Menschen exkommunizieren, Erzbischof. Doch keinen Heiligen. Eure Inquisition ist vorbei. Und ein neues Zeitalter bricht an. Eines, in dem Marionetten wie ihr vor mir niederknien und um Vergebung betteln. Oh oh. Er ist hier. Ausgezeichnet. Seht nach, ob Beatrice de Roon wieder bei Bewusstsein ist. Mutti. Also muss ich nur ihm hinterher. Er macht mir Angst, aber ich muss ihm folgen. Warum wehrt sie sich so? Wir haben dasselbe Ziel. Wir bekämpfen auch die Pest. Nur unsere Methoden sind verschieden. Endlich benennt's mal einer. Ihre Tochter begeht denselben Fehler. Ah, nichts. Da ist noch eine. Hört euch! Ad Ignem. Ad Lucem. Also, habt ihr den Großinquisitor gesehen? Ja, sogar persönlich. Das Blut des Trägers fließt in seinen Adern. Die Beschwörung wird stattfinden. Was für eine Beschwörung eigentlich? Das Ende der Pest ist nah. In der Tat. Bleibt aber weiterhin wachsam. In der Tat. Hm? Was? Hey, ich erkenne kaum was bei der Helligkeit. Also ich lasse es jetzt erstmal gut sein. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter.